Herzlich willkommen. Wir sprechen heute über das Halschakra oder in Sanskrit auch Vishuddha-Chakra genannt. Wie sollten Freunde und Bekannte, Menschen, die uns sehr nah sind und Menschen, deren Nähe wir weniger suchen, wie sollte die Welt erfahren, wie wir denken, wie wir fühlen? Wie könnten wir uns mit unserer Umwelt verbinden, wenn uns die passende Ausdrucksweise fehlte? Wir könnten keine Weisheiten vermitteln, keinen Mut machen und auch keine Freude. Wir könnten nicht lachen und nicht weinen, wir wären nicht in der Lage zuzuhören und zu verstehen. Wir brauchen die Mittel der Kommunikation, um uns zu verständigen, uns verständlich zu machen und um uns zu erkennen. Das Zentrum dazu liegt im Vishuddha-Chakra und das Sanskrit-Wort Vishuddha steht oder bedeutet sehr rein und reinigen. Das fünfte Chakra steht für eine klare Ausdrucksweise, die in ihren Absichten und ihrer Wirkung rein, friedvoll und harmoniefördernd ist. Dem Halschakra wird die Fähigkeit zugeschrieben, verbale, nonverbale, mentale und körperliche Gifte so zu neutralisieren, dass sie niemandem mehr Schaden zufügen können. Das Vishuddha-Chakra dient der Wahrheit, ohne jemanden dabei zu verletzen. Wir machen ein paar Übungen dazu und wir beginnen mit einer Übung, die wir hier im Yoga-Studio ganz oft machen, meist zum Ende einer Stunde, die man aber auch sehr schön zu Beginn machen kann. Viparita Karini. Du legst dich auf den Rücken, hast ein Kissen oder etwas Passendes in der Nähe, schiebst es unter den Po, hebst dabei die Beine nach oben an und streckst die Beine nach oben aus. Jetzt hast du das Gefühl, dass die Beine so ein wenig zu dir kippen. Das heißt, es ist unanstrengend. Du kannst deine Arme locker neben dem Körper lassen. Wenn du Lust hast, die Arme auch nach hinten ausstrecken. Kann auch sehr angenehm sein, wenn es für deine Schultern angenehm ist. Die Beine dürfen gerne ein wenig angewinkelt sein. Wenn du das Gefühl hast, du bekommst deine Beine nicht in diese Position, ohne dass es unangenehm ist, mein Tipp, lege deine Beine gegen eine Wand. Kissen kannst du trotzdem verwenden. Und jetzt kannst du in dieser Haltung für einen Moment wirklich mal zur Ruhe kommen. Einfach mal die Welt aus einer anderen Perspektive betrachten. Dein Atem bleibt dabei ruhig und gleichmäßig. Wenn du magst, kannst du mit den Füßen auch so diese Venenpumpe mal probieren. Du kannst die Füße in eine Richtung kreisen. Richtung wechseln. Den Atem tief und gleichmäßig fließen lassen. Diese Haltung kannst du, wenn es für dich angenehm ist, 3 bis 5 Minuten halten. Ich werde jetzt schneller aus der Haltung herauskommen. Wie gesagt, du kannst sie länger halten, dazu nimmst du die Arme neben den Körper. Beine anlegen, Füße am Boden ablegen und das Kissen zur Seite entfernen. Bei der nächsten Übung kommen wir in den Schulterstand. Den Schulterstand übst du bitte nur, wenn du ihn schon mal geübt hast. Wenn du schon mal in einem Yogastudio unter Anleitung diesen Schulterstand geübt hast. Ansonsten bleibst du bei Viparita Karini, bei dieser Variante mit dem Kissen. Wenn du den Schulterstand geübt hast, dann kannst du ihn gerne ausprobieren.
indem du jetzt mit leichtem Schwung auf deine Schultern kommst, deine Schultern unter den Körper schiebst, die Hände an die Hüfte nimmst. Achte darauf, dass deine Hände am Rücken sind, dass die Finger, wenn möglich, nach oben zeigen, dass deine Finger nicht auf der Wirbelsäule sind, liegen, sondern links und rechts davon. Und dann kannst du deine Beine nach oben ausstrecken. Wenn du das Gefühl hast, diese Haltung, dieser Schulterstand ist für dich sehr unangenehm, geh bitte aus der Haltung heraus. Mache die Übung, die wir eben geübt haben. Wenn du im Schulterstand drin bist, achte darauf, dass du nicht nach links, nach rechts oder irgendwo hin guckst, egal wer ruft. Bleibe in dieser Haltung. Atme ein paar Mal tiefer ein und aus. Wenn du kannst, senke dein rechtes Bein tief. Rechtes Bein heben. Wenn du kannst, senke dein linkes Bein tief. Bein heben. Nochmal. Rechts senken, linkes Bein bleibt gestreckt. Heben. Linkes Bein senken, rechtes Bein bleibt gestreckt. Beide Beine strecken. Wenn du kannst, kannst du gerne beide Beine senken. Gleichzeitig oder nacheinander. Die Fußzehen sind am Boden. Lass die Hände am Rücken oder falte die Hände und schiebe die Hände nach vorne, weg von dir. Vielleicht berühren sogar die Hände den Boden. Jetzt kannst du mit deinen Fußzehen noch etwas näher zum Kopf heranlaufen. Die Fersen schieben zurück und du bringst noch etwas mehr Streckung in die Haltung. Dein Atem bleibt vollkommen ruhig und entspannt. Deine Hände zurück zum Rücken. Jetzt machst du Folgendes. Du greifst mit den Händen zu deinen Fußzehen, wenn du magst. Beginnst deine Beine zu grätschen. Nur wenn es geht. Mach es bitte nur, wenn es für dich möglich ist. Keine Übung für Anfänger, nur für Fortgeschrittene, die das schon mal geübt haben. Kannst du deine Arme zwischen den Beinen nach oben ausstrecken, die Fingerspitzen zeigen nach oben. Hände zurück, Beine anwinkeln. Noch einmal kommst du zurück in deinen Handstand, Entschuldigung, in den Schulterstand. Beine anwinkeln und dann lässt du dich Wirbel für Wirbel ganz langsam, ganz achtsam nach unten rollen. Wirbel für Wirbel. Beine senken. Kurz nachspüren. Und greif dein rechtes Knie. Ziehst du dir ran, Nase näher zum rechten Knie heranziehen, Fuß hin von beiden Füßen, ziehen zu dir, Seite wechseln. Oberkörper ablegen, Arme zur Seite öffnen, den Po ein bisschen nach links schieben, beide Knie Seite zur Seite nach rechts senken. Vielleicht die rechte Hand auf das linke Bein, auf das linke Knie legen. Atem bleibt entspannt. Wenn du soweit bist, zurück zur Mitte. Den Po ein bisschen nach rechts schieben, beide Knie nach links senken, die linke Hand auf das rechte Knie und die rechte und linke Schulter entspannt am Boden ablegen.
zurück zur Mitte. Rolle dich über eine Seite. Und komme zurück in die Ausgangsposition. Du kannst alle Haltungen natürlich längere Zeit halten, das weißt du. Und guck einfach, wie es dir dabei geht. Manche Übungen sind angenehm, wenn du sie etwas länger hältst. Gerade jetzt auch die Krokodilsübung, die wir zum Schluss gemacht haben. Spür da hinein, was für dich angenehm ist. Ich danke dir.